Es klingt wie der Sound eines Science-Fiction-Thrillers. Doch für die Fachleute der NASA ist diese historische Messung ein entscheidender Meilenstein. Die Rede ist von der faszinierenden Aufnahme, die der NASA-Sonde InSight gelungen ist. Denn bei dem Zittern, wie die Forschungsteams es bezeichnen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Erdbeben auf dem roten Planeten. Klickt zum Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Es war der 128. Tag der Mars-Mission von InSight. Am 6. April hatte das seismische Instrument der NASA-Sonde das Rauschen aufgezeichnet. Die Experten der NASA bezeichnen es als Zittern und sind restlos begeistert. Kein Wunder, denn schließlich handelt es sich bei diesem Zittern aller Wahrscheinlichkeit nach um die allererste Aufnahme eines Erdbebens auf dem Mars. Laut NASA eine historische Messung und somit ein spektakulärer Erfolg. Auf solch ein Signal habe man schon seit Monaten gewartet. Der Seismograph Seismic Experiment for Interior Structure, kurz SEIS, wurde von der französischen Weltraumbehörde Centre National d'Études Spatiales, CNES, entwickelt und befindet sich schon seit Dezember 2018 auf dem Mars. Das Instrument horcht quasi in den roten Planeten hinein, um Erschütterungen zu registrieren und ist dabei von den extremen Winden und Temperaturschwankungen auf dem roten Planeten geschützt. SEIS hatte in den vergangenen Monaten schon 3 Ausschläge messen können. Die Analyse dieser Messungen dauert noch an. Doch nach Ansicht der Forschungsteams hatte es sich dabei höchstwahrscheinlich lediglich um viel Wind gehandelt. Doch das sei bei der zuletzt detektierten Erschütterung etwas anderes. Dazu der InSight-Experte Bruce Bunnett. Wir haben bisher Hintergrundgeräusche gesammelt, doch dieses Ereignis markiert offiziell den Beginn eines neuen Forschungsfeldes der Erdbebenkunde des Mars. Auch wenn noch kein endgültiger Beweis dafür vorliegt, das NASA-Forschungsteam ist sich ziemlich sicher, dass das aufgezeichnete Zittern aus dem Marsinneren stammt. Die veröffentlichte Aufnahme enthält auch noch andere Geräusche, die die Experten und Expertinnen dem Marswind und dem Roboterarm zuordnen. Dennoch stellt das detektierte Beben die Experten und Expertinnen vor große Rätsel. Wo liegt sein Ursprung und wie ist es entstanden? Schließlich besteht der Mars aus nur einer einzigen Platte. Das Beben kann also, anders als die meisten Erdbeben auf der Erde, nicht durch die Verschiebung von Kontinentalplatten zustande gekommen sein. Das erklärt jedoch auch, warum das Marsbeben im Vergleich zu einem Beben auf der Erde extrem schwach ist. Hier auf der Erde hätten wir es wohl nicht einmal bemerkt. Die NASA-Fachleute gehen bislang davon aus, dass Risse in der Marskruste aufgebrochen sind und für die Erschütterung gesorgt haben. Solche Risse entstehen, wenn der Planet abkühlt. Auch wenn das jetzt gemessene Marsbeben eher klein war und noch wirklich keine soliden Erkenntnisse über den Aufbau des Planeten liefert, macht es Hoffnung auf mehr. Denn die Aufzeichnung belegt, dass das SEIS-Instrument tatsächlich sensibel genug ist, um selbst solche schwachen Erschütterungen zu registrieren. Fachleute hoffen, dass pro Monat etwa ein Beben mit einer ähnlichen Stärke registriert werden kann. Dazu Chris Jana vom SEIS-Team. Wir sind begeistert von diesem ersten Erfolg und freuen uns darauf, weitere solche Messungen in den kommenden Jahren zu bekommen. Und damit könnten wir endlich den Aufbau und die Vorgänge im Inneren des roten Planeten verstehen. Denn die Ausbreitung der seismischen Wellen lässt Rückschlüsse über die Materialien zu, aus denen Kruste, Mantel und Kern bestehen. Übrigens gelang es der NASA vor fast 5 Jahrzehnten mit genau dieser Technik den Aufbau des Mondes zu verstehen. Durch die Analyse einiger tausend Beben auf dem Mond im Zeitraum zwischen 1969 und 1972 konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nämlich die einzelnen Schichten des Mondes ermitteln. Sind Erde und Mond dasselbe? Anklicken, anschauen und natürlich Neugierzone abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.